Hallo, hier ist eure Tanja und es geht weiter mit der Challenge. Ich habe heute mal wieder meine Papierstreifen genommen und habe mir dann diese Papiere ausgesucht und die kürze ich jetzt einmal auf 14 cm, da ich natürlich meine Hintergrundkartons wieder auf 10 mal 14 cm zurechtgeschnitten hatte. Das mache ich jetzt mit allen Streifen, dass die alle nur 14 cm lang sind. Dann brauche ich das hinterher nicht mehr abschneiden und kann es direkt schön vorsichtig aufkleben. Das mache ich, weil ich diesmal nicht alles bekleben möchte, wie du siehst, sondern ich möchte an den Seiten rechts und links was freilassen und ich das nicht ganz genau weiß vorher. Deswegen mache ich das lieber so, anstelle halt, ja, wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, dass ich das auch manchmal so mache, dass ich ein bisschen Kleber auf den Hintergrund auftrage und dann die Klebestreifen aufklebe. Und ja, aber ich mache es jetzt hier so rum, damit ich halt exakt das alles habe und ich rechts und links noch meinen Rand habe. Wie du siehst, ich habe die Papiere wieder ziemlich durcheinander gemischt und habe so ein bisschen geschaut, was könnte zueinander passen. Und ja, ich habe mir das gedacht, dass ich halt mal wieder diese Streifen benutze, weil ich halt mal wieder ein paar übrig hatte. So sieht das jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir meinen Herzlocher und loche einmal bei jedem Hintergrund einmal ein Herz aus. Die Herzen nicht zu weit weglegen, die brauchen wir hinterher auch nochmal beim Basteln. Jetzt nehme ich mir Fotokarton A4, den halbiere ich einmal und in der Länge diesmal und mache dann in der Mitte einmal einen Falz, sodass ich dann eine Doppelkarte habe. Wenn du keinen Fotokarton hast, kannst du natürlich auch Scrapbooking-Papier nehmen, unter anderem ja, Kartenkarton, den du sonst für Karten nimmst. Jetzt falze ich das einmal nach und siehst du, so habe ich dann meine Klappkarte. Das habe ich jetzt insgesamt viermal gemacht, damit ich vier Karten basteln kann. Und jetzt nehme ich meinen doppelseitigen Kleberoller und klebe dann meine Hintergründe einmal auf meine Karten auf. Das mache ich natürlich mit allen drei Karten. Jetzt nehme ich als nächstes einen Stempel. Ich habe mir jetzt verschiedene Stempelfarben ausgesucht und jetzt stempel ich in jedem Herz einen anderen Spruch hin. So habe ich vier verschiedene Karten quasi. Ja, hier dieses Orange, das nehme ich natürlich später dann auch für die vierte Karte. Da klebe ich jetzt erstmal mit doppelseitigem Kleberoller die Herzchen auf. Wenn du möchtest, kannst du natürlich die auch anstelle mit doppelseitigem Klebeband auch mit 1 mm Pads aufkleben. Ich wollte das diesmal nicht machen. Ich wollte es einfach, ja, ich wollte das nicht so hoch lassen. Manche mögen lieber flache Karten. Jetzt stempel ich mehrmals von Herzen auf und jetzt nehme ich mir noch einen anderen Stempel für die weitere Karte. Und jetzt habe ich hier mal wieder Schmetterlinge ausgestanzt und zwar aus Glitzerkarton. Ich habe mir jetzt einmal orangefarbenen Glitzerkarton genommen und diesen türkisfarbenen Glitzerkarton. Jetzt bereite ich einmal diese Schmetterlinge vor, knicke also einmal die Flügel einmal hoch. Der ein oder andere kennt das ja vielleicht von mir schon von dem ein oder anderen Video. Und ja, jetzt ist wieder die Zeit, wo man viel mit Schmetterlingen basteln kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch mal wieder Schmetterlinge auf diese Karten. Das sind ja so quasi die Frühlingsboten. Und deswegen, ja, mache ich das. Frühling, Sommer, da müssen Schmetterlinge hin. Das sind jetzt meine Karten. Wie du siehst, es glitzert schön mit diesen Schmetterlingen. Und die vierte Karte sieht dann auch ganz süß aus mit den einen Schmetterlingen da ganz oben. Und ja, das war's für heute. Schnell und einfach.
Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Bastel dich glücklich, deine Tanja. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen.